Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich bin heute in Estavayer de Lac am Neuenburger See unterwegs. Es ist ganz schönes Wetter, sehr angenehm heute Morgen. Und wir werden jetzt als erstes mal Richtung Altstadt gehen und das kleine Städtchen anschauen. Ganz eine schöne Altstadt da, wirklich sehenswert. Und nachher lasst euch einfach überraschen, wo die Tour weitergeht. Noch schöne Unterhaltung. Das Städtchen Estavayer de Lac ist im Kanton Freiburg. Der deutsche Name Steffis am See wird heute kaum noch verwendet. Die Gegend um Estavayer de Lac war schon im 4. und 3. Jahrtausend vor Christus besiedelt. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes erfolgte 1156 unter dem Namen Stavayel. Es wird vermutet, dass die Stadt durch den Erzbischof von Lausanne gegründet wurde. Inmitten der Altstadt steht die Kollegialskirche Saint-Laurent, die in der Zeit zwischen 1379 und 1525 an der Stelle eines älteren Gotteshauses im Stil der Gotik erbaut wurde. Die dreischiffige Kirche mit Rechteckchor ist in ihrem ursprünglichen Bauzustand erhalten, der Glockenturm wird durch Eckauguetten gekrönt. Zur reichen Innenausstattung gehören unter anderem ein Hochaltar von 1638 bis 1640 und das reich geschnitzte Chorgestühl von 1522 bis 1524. So, da sieht man auf den Neuenburger See runter. Ist da ganz schön, wirklich ganz tolle Aussicht. Neuenburger See, der Jura da hinten liegt ein bisschen im Dunst. Da hier vorne das Schloss. Hier hat man von der Stadt einen ganz schönen Ausblick auf den Jura und zum Neuenburger See. Herausragendes Bauwerk der Stadt ist das Schloss Schönau über dem Steilhang am Nordostrand der Altstadt. Es wurde im 13. Jahrhundert unter der savoyischen Herrschaft errichtet. Typisch für das savoyische Schloss sind die viereckige Anlage und der mächtige 33,5 Meter hohe und mit 3 Meter dicken Mauern ausgestattete runde Bergfried, der den Eingang sicherte. In späteren Etappen, teilweise noch in savoyischer Zeit, wurde das Schloss mehrfach umgestaltet und ausgebaut. So kam beispielsweise um 1450 der Torzwinger mit dem befestigten Durchgang hinzu. Die zwei runden Ecktürme wie Pechnasenkranz wurden 1504 fertiggestellt. Da hat man noch einen schönen Blick auf den Neuenburger See und den Jura.
sehr gut erhalten, das Schloss. Interessanter Bau. Und daher kommen wir jetzt in den Innenhof hinein. Da ist übrigens der Polizeiposten von Estavayer-le-Lac beheimatet. Hier wieder eine Außenansicht in den kleinen Park. Und da nochmal einen Blick auf das Schloss. Hier befinden wir uns an der Porte du Camus. Estavayer-le-Lac besitzt eine mittelalterliche Altstadt mit einem Ortsbild von nationaler Bedeutung. Der unregelmäßige Stadtgrundriss bedeckt eine Fläche von rund 300 Meter mal 200 Meter. Die Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert ist noch zum großen Teil erhalten. Sie wird durch verschiedene Türme verstärkt und weist vier Tore auf. Heute findet hier noch irgendeine Veranstaltung statt. Leider kann ich nicht sagen, was. Wir kommen da wieder schön in die Altstadt rein, mit einem Stadttor, alten Häusern. Hier die Altstadt runter. Da befinden wir uns schon wieder am Stadtausgang beim Dominikanerkloster am Südrand der Altstadt. Es wurde um 1316 gegründet und im 18. Jahrhundert erneuert. Da ein Blick auf die Industrieanlage. Weiter folgen wir jetzt der Altstadtmauer. So, da hier kommt jetzt dann ein Zug. Fährt schon ein. Hä? Man sieht ihn da. Von Freiburg, Bayern. Kommt da hier. Hä? Fährt nach Iverdon. Hier haben wir noch einen Blick auf Estavayer-le-Lac, wo wir herkommen, auf den Neuenburgersee und den Jura. Der Neuenburgersee ist übrigens der größte See in der Schweiz, der ganz auch auf Schweizer Boden liegt. Der Jura, der geht durch die ganze Schweiz, von Genf bis nach Schaffhausen. So, da sind wir im alten Dorfkern. Typisches welschen Baustil hier. Ist oft im welschen Land vorhanden ist. Aber es ist ganz schön der Kern da. Ist schön mit alten Häusern, mit schönen Blumen. Ist ganz, ganz schön gemacht da. Das gefällt mir. Das ist sehr gut. Hier noch kommt ein alter Dorfbrunnen. Da wurde sicher auch noch früher gewaschen und das Vieh getränkt. Der erste Blick in die Rebberge von Vaux. Im Hintergrund die Kirche
Und das neue Schloss hier wieder den Neuenburger See mit dem schönen Jura. Dann weiter ein Blick auf Estavaye de Lac und im Vordergrund das Dorf Fon. Hier das neue Schloss von Fon. Hier die Kirche von Saint-Sulpice. Sie wurde um 1560 errichtet, während der heutige Turm erst 1823 erbaut wurde. Die Kirche besitzt eine reiche Sammlung an Reliquiarien. Hier der schöne Rebberg unterhalb der Kirche. Hier wieder das neue Schloss von Fon, das im 16. Jahrhundert an einer Stelle von einem alten Schloss errichtet wurde. Hier nochmal das schöne Bild vom Schloss und der Kirche. Endlich geht es bergab. Leider erreiche ich heute den See nicht mehr, da der See zu weit vom Wanderweg entfernt liegt. Hier oben auf diesem Fels stand das alte Schloss von Fon. Und dieser Weg ist ganz ein bekannter Fahrradweg am Neuenburger See entlang. Hier ein schönes Schilffeld in der Nähe vom See. Da ganz eine schöne Stelle gefunden, da im Wald. So, jetzt habe ich den Bahnhof von Scheyre erreicht. Das ist mein heutiges Ziel. Ich danke euch, dass ihr mich bis hierher begleitet habt. Danke. Noch einen schönen Tag.